Hi, ich komme aus. Ich kann nicht mal meine Begrüßung gerade. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, wir sind hier vor dem Pinwheel Forest. Unser Team ist ganz gut aufgestellt, kann man sich nicht beschweren. Und wir machen dann weiter, würde ich sagen. Einerseits weiß ich inzwischen das wirklich, weil ich habe privat eine andere Nuzlocke von dem Spiel gezockt. Hier. Ich brauche schon das Bild. Und da bin ich wirklich dankbar geworden, wie diese Challenge bisher läuft. In der bin ich mit 5 Pokémon in die zweite Arena gegangen und mit einem wieder rausgekommen. Ich weiß unter anderem, dass wirklich die dritte und vierte Arena sehr bald kommen. Die fünfte lässt dann auch nicht so lange auf sich warten, aber die habe ich noch nicht gemacht da. Alter Sommer hier. Dieser Wald ist relativ nervig jetzt leider. Ich stelle mal Queendra an Stelle 2, weil wir hier gleich mit einem Doppelkampf beginnen. Ich habe es dann geschafft, mit meinem Stalobor als letzten Überlebenden mir in der privaten Randomizer wieder was aufzubauen. Weiterzukommen, eben die Arenen zu schaffen, auch wenn es dann letztendlich leider gestorben ist in der vierten Arena. Ich glaube, von diesem Punkt an dritten Voltolos? Dazu hatten wir noch ein Boreos und 2 Static Legendary Encounter im Gras. Alles klar. Aber man muss auch sagen, dass ich teilweise Glück hatte. Zum Beispiel habe ich es halt wirklich hinbekommen, Myrapla hier zu fangen, das sich dann in Ramoth entwickelt hat. So, hier müssen wir jetzt Team Plasma, katholische Kirche, Personen besiegen, weil wir immer noch diesen Drachenschädel brauchen. Okay, das müsste doch voll in Ordnung gehen. Queendra versucht sich um das Viech da drüben zu kümmern fürs Erste, während ich hier mit Wine Whip den mache. Bräuchte stärkere Wasserattacken. Das macht nichts. Das macht noch weniger. Das macht mehr. Sehr schön. Schneller Damage. Ah, aber auch nicht wenig vom Gegner. Was ich auch toll fand, war, dass man hier die Pokémon, die Schwester Joy da vor dem Wald kriegt man mit dem Argument, hier in dem Wald wird man oft paralysiert und vergiftet. An sich ja, aber in der Randomizer, ne? In meiner privaten wurde ich jeden Kampf paralysiert. Alles klar. Die hat die vierte Wand komplett. Die hat die Randomizer gewusst. Aber ich sag euch, Alter, es gibt, glaube ich, nichts Gefährlicheres in so einer Randomizer als so Voltolos, wenn es so spielt wie die, die ich ständig getroffen habe. Bloß ist die Sache, ich kann mir vorstellen, dass ich bald einige verlieren werde. Ich bin nämlich viel niedriger gelevelt. Letztes Mal war ich an diesem Punkt auf jeden Fall alle über 20. Es hat nicht mal mehr lang, ich glaube, mein Stalobor, das eben als einziges die Arena überlebt hat, war an diesem Punkt auf welchen Level? 24? Das war halt die Sache. Das Problem ist, dass die alle, ich weiß nicht, wie die Attacke auf Deutsch heißt, die haben alle Swagger benutzt. Diese, Voltolos. Und das erhöht den eigenen Angriff stark, aber verwirrt einen. Es hat eins von den Dingern zweimal benutzt. So ist dann Stalobor weggestorben, weil es sich irgendwie 3/4 seiner Leben mit einem einzigen Hit selber abgezogen hat. Deswegen kann Glut. An sich war Glut jetzt nicht so stark. Was? Alles klar, da muss ich los.
John Cena, du kriegst das ja wohl hin. Ah, das ist ein Erzappen-Crit. Das ist Mann Thomas. Tja, der Typ hat's nicht. Wer hätte das nur gedacht? Warum hat denn nicht der allererste, dem wir begegnen, das Item? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Oh, Encounter Time. Wie gesagt, hier im anderen Run habe ich einen Myrapla bekommen, das super gut geworden ist. Als es ein Myrapla war, war es okay, aber mit der Entwicklung dann. Vor allem hatte ich auch schöne TMs dafür. Eruption zum Beispiel. Der Ruf kommt mir ziemlich bekannt vor, aber nicht positiv. Ein Feuer-Pokémon. Es ist ein Feuer-Pokémon. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Obwohl, nee, lieber nicht riskieren, nicht auf Lorbeere bleiben. Ein Feuer-Pokémon brauchen wir durchaus in diesem Team. Bubble ist so schwach, das wird doch nicht töten. Stärke 20. Hat schon gedönert, aber nicht getötet. Boah, habe ich hier wenig Bälle, Hilfe. Ich habe das Gefühl, irgendwie so ab der dritten Arena bekommt man halt auch sau viel Geld. Jawohl. Wie nennen wir das Ding? Ich bin dann halt auch bis zur dritten Arena inklusive der die ganze Zeit dann mit Stalobor, Myrapla und Schluckwech rumgerannt. Und das Schluckwech hat mich echt positiv überrascht. Genauso wie dann ein Scheiße, wie heißt das? Das Schlangen-Pokémon, das eine Englisch Sea Viper. Das habe ich auch bekommen. War übel enttäuscht erst, weil ich da überhaupt nichts drin gesehen habe. Aber das hat dann übelst geballert. Ich meine, ist jetzt nicht genau ein Slime, aber... Slink? Habe ich mich gerade verlesen? Ich bin dumm. So, Slime PvP, genau derselbe Name, wie man Schluckwech hatte. Muss ich eigentlich hart sagen, weil das Ding ist nicht gestorben. Was hätte es hier sonst noch gegeben? Okay, das hätte sich vermutlich bald entwickelt. Sag mal... Was wäre denn ein Ort zum Encountern ohne ein Lazy? Ich hätte da Krill bekommen können, deine Oma! Digga, die fährt mich im Hühnerstall-Motorrad, deine Oma hat einen Hühnerstall gelegt! Der Typ will mich auch nicht weglassen. Deine Oma hat den ganzen fucking Hühnerstall gelegt! Das ist eine komplett behinderte Ansage, aber es juckt mich nicht. Darkrai wiegt nicht viel. Da hilft Lowkick nicht. Och, du bist auch disabled, Alter. Tschüss. Erfahrung gegeben!
Reflektor. Ich glaube halt, ich bin kein Spieler von solchen Attacken. Die können gut sein, aber vor allem in so einer Randomizer Nuzlocke fehlt einem oft einfach die Zeit, das aufzustellen, wenn jetzt noch ein Encounter gekommen wäre, ja. Ich hätte aber so Dinge losgemusst. Ja, und natürlich. So. Das große Problem. Problem. Na, auch gelöst. So, was kann Slime PvP? Level ist okay. Das ist das Gute. Die meisten wilden Pokémon sind nicht wirklich unterlevelt in dem Spiel. Ja, kann man mitarbeiten. Kann man, denke ich, mitarbeiten. Warum steht ihr wieder da hinten, ihr Kinder? Ah ja, stimmt, der Typ läuft ja zur Seite. So, ich muss gleich nochmal da runter, wo eine Öffnung war, wo ich gerade Slime PvP gefangen habe. Da gibt es nämlich ein Item. Nicht der beste erste Gegner für Slime. Was ist dagegen? So. Also wenn ich ein bisschen gehetzt wirkt, tut mir das leid. Ich bin gerade schon geistig ein bisschen dabei, dass ich gleich eine Runde Smash Bros. Trainiere, weil ich zum ersten Mal diese Woche bei einem etwas größeren Turnier mitmache. Auf dem Discord-Server vom größeren YouTuber, Little Z, kennt vielleicht manche. Vor allem, ich bin heute beigetreten und habe dann gesehen, es gibt für diesen Samstag, schöne Uhrzeit für mich, ein Tournament, das so ideal für mich ist. Nur Heavy-Charaktere. Nur Heavies. Und dann komme ich als King K. Rool Main. Meine Lieblings-Matchups sind so ungefähr alle Heavies. Und es stand in der Beschreibung auch ausschließlich. Sowas wie Piranha-Pflanze zum Beispiel zählt da nicht dazu. Da unten das Item. Da oben ist aber auch eins. Aber ich weiß nicht, ob ich dabei schon den Typen encounter, der da oben steht. Da bin ich echt mal gespannt, wie es läuft. Ich werde dann vermutlich auch einige von den... Alter! Von den Kämpfen abspeichern und ein bisschen drüber reden. Im Video so danach ein bisschen nachkommentieren. Mal gucken, wie es läuft. Das Gute... Also... Gott! Das ist ja... Ich habe in anderen nicht die Items gerandomized, das habe ich vergessen, sage ich, wie es ist. Und da hatte ich auf jeden Fall ein deutlich besseres Item. Der springt auch nicht viel. So, moin. Ist halt auch kein Turnier mit Losers und Winners Bracket. Es kommt wirklich auf die Anzahl Siege und Niederlagen an. Man kämpft da einfach. Irgendwie, wenn ich richtig gesehen habe, beim letzten Turnier, wo alle Charaktere erlaubt waren, ich sollte nicht kämpfen. Oh. Das ist ja ein Trainer-Battle. Ich sollte doch kämpfen. Seht ihr, ich bin geistig gerade voll und ganz anwesend. Letztes Mal, das waren gar nicht jetzt so kranke Werte, wie man denkt, wo dann irgendein Typ seine 80% Winrate hat. Ich glaube, beim letzten Mal der erste hatte knapp 60. Ich glaube, irgendwie... Wie war der Schnitt? 20 Siege, 17 Niederlagen oder so. So, das kriege ich ja wohl auch noch down. Deswegen, ich will da auch gleich wieder eine Runde zocken, auch ein bisschen für die Montage fahren. Ich brauche echt mal eine starke Wasserattacke.
Mit den TMs, die ich nämlich schon gerandomized hatte, lief es auf jeden Fall deutlich besser im anderen Run. Da hatte ich irgendwie direkt Eruption, Eiszapfhagel, Hitzewelle, lauter so ein krasser Scheiß. Auch wenn ich es immer noch schade finde, dass Ramov Hitzewelle nicht lernen konnte. Oh! Bubble Beam ist wie Bubble, nur stärker. Das ist ja schon mal gut. Noch ein Item. Ah ja, stimmt, hier gibt's ja auch ganz, ganz lustige Menschen. Ich dachte eigentlich, der erste von denen kommt hinter dem Baumstamm. Aber wir sind auch schon nicht mehr so weit weg. Es ist halt schon ein sackstarkes Pokémon. Andererseits können auch meine anderen gar nicht so viel dagegen tun. Ich hoffe einfach jetzt mal... Oh Gott. Verfolgung ist auf einem anderen Level scheiße. Ich kann jetzt nicht mal wechseln. Aber sein Angriff ist jetzt halbiert. Geht trotzdem auf Nummer sicher. Potion. Das dürfte jetzt eben, ja, wirklich nicht mehr viel machen. Und der nächste Treffer ist Ende. Zack. Sehr schön, das dürfte gute Erfahrung geben. Ja! Die verschenken dann alle irgendwie Beeren. Ich sollte mal, denke ich, eine Runde Tränke ausgeben. Nein, ich wollte nicht noch einen auf Queendra hauen. Das war verschwendet. So. Gleich dürfte schon der nächste Busch-Typ kommen. Wie angekündigt. Gleich das nächste Pokémon gegen das Slime-PvP hier der Beste ist. Ihr seht's halt, was mache ich eigentlich gegen so Eis-Pokémon in meinem Team? Oder Käfer? Mit Doppelpflanze, Kampf, Doppelwasser. Feuer ist schon eine wirklich gute Ergänzung für mein Team. Okay, andererseits, was laber ich? Eis. Was mache ich nur gegen ein Eis-Unlicht-Pokémon in diesem Team? Wie soll ich das nur besiegen? Nerv mich, Digga! Es ist sowieso egal, du bist tot. Vierfachschwäche. Slime-PvP kriegt ein Level-Up, das ist schön. Yay. Lasst mich durch, ich glaube, es gibt noch einen von denen, ja, da unten bei dem Busch, oder? Stimmt, das war der eine Busch, der nicht war. Dafür ist hier jetzt der vorletzte Plasma-Typ. Empoleon, aber nur auf 16. Also, dass das kein Job für Slime ist, ist eindeutig. Das ist ein Job für John Cena! Oh Gott. Aber Empoleon müsste doch ziemlich viel wiegen, oder nicht? Exakt. Genug, um keine Überlebenschance zu haben. So, wie gesagt, das war der vorletzte. Hier ist wieder so ein
Doch nicht. Ah, stimmt. Hier gab's. Erstens ist hier wieder ein Trainer, ziemlich sicher. Ja, genau, der. Und unten lang, ich glaube, da war ein Item, aber halt auch eins sehr nervig platziertes. Oh Gott, Alter, was ist denn das? Andererseits, dagegen hab ich meine Wasser-Pokémon. Wenn er einen Boost kriegen würde, wäre halt belastend. Oh Gott, das mache aber auch so schon. Oh. Schmerzen. Große Schmerzen. Dicke, große Schmerzen. Arg große Schmerzen. Ich bin nicht aggressiv! Nee. Was ein Arschkloß! Oh, Genesung nehme ich mal rein, statt Härtner. Verpiss dich. Big Mac, bann den weg. Ja, da ist das Item. Da oben ist auch eins, aber wie man da hinkommt, weiß ich gar nicht. Hier muss man halt durch 8 Kilometer Gras laufen, ist das Problem. Das war angenehmer im anderen Run, weil ich da tatsächlich einen Rauchball gefunden habe. Wer das nicht kennt, Rauchball sorgt dafür, ein Pokémon, das den trägt, kann immer flüchten. Oh! Warte. War das im anderen Run auch eine TM? Weil ich glaube, ich habe mir das gar nicht geholt. Wer kann denn das? Jeder außer John Cena und Greendra. Für John Cena wäre es halt schon eine gute Option gewesen. Aber auch ich sehe da schon. Was kannst du noch genau? Ja, So, nährt mich. Ein Tanzer hätte ich hier noch bekommen können. Das Ding kann ich auch besiegen, würde ich sagen. Ja. Gönn dir ihn! Es ist zu früh morgens. Schon fast halb, es ist schon nach halb elf. Na, so bin ich halt. Ist das dein gottbeschissener Ernst?
Du lässt mich nicht flüchten für mehrere Runden und verpiss dich dann selber! Aber an dieser Stelle endet die heutige Folge Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Ihr seht da vorne schon den finalen Plasma-Rüpel dieses Waldes. Und beim nächsten Mal holen wir uns den Drachenschädel zurück. Bis dann und tschö mit Öl.